haben uns ja für die feste FEMA-Ballot-Querung ausgesprochen und klar sind wir jetzt nicht so betroffen direkt von dadurch, dass das Projekt eben weit von uns entfernt ist, aber wir profitieren eben davon, weil die Güter aus dem Hamburger Hafen eben in alle Welt nochmal transportiert werden und durch die S4, die wir dadurch planen, würde auch der Personennahverkehr profitieren. Also Hamburg sieht die positiven Dinge, die eine feste Fehmarnbelt-Querung mit sich bringt.